Ja, so wie wir jetzt die ersten vier Spiele auch aufgetreten sind. Ich denke, dass wir versuchen, durch eine geschlossene Mannschaftsleistung das alles zu kompensieren. Und ja, als Tabellenführer nach München zu fahren, das passiert nicht oft. Und in Paderborn ist es auch etwas ganz Neues. Es ist eine schöne Momentaufnahme. Ja, wir genießen das im Moment, aber gut, wir wissen, wozu diese drei Punkte jetzt wichtig waren. Das war jetzt ein Schritt wieder in Richtung Klassenhalt. Und ja, wir werden auf jeden Fall am Dienstag alles geben, alles in die Waagschale werfen. Dass es schwierig wird, das wissen wir selber, aber am Ende schauen wir mal, was dabei rauskommt. Hoffnung, dass sie uns unterschätzen, jetzt nicht. Klar, wir stehen jetzt ganz oben. Jetzt werden wir, glaube ich, erstmal ein bisschen anders wahrgenommen, als vielleicht zu Beginn der Saison war. Trotz alledem hat Bayern unglaubliche Qualitäten, darüber brauchen wir nicht sprechen. Das heißt, wenn Bayern einen guten Tag erwischt, wird es ganz, ganz schwer. Ja, ich denke, das sieht man auch auf dem Platz, dass jeder für den anderen da ist, jeder für den anderen rennt. Und wenn der eine mal einen Fehler macht, dass der andere den dann ausbügeln will. Und ja, wir sind einfach eine super Truppe, passt alles, gute Jungs dabei, sind alle auch sehr willig. Und ja, das sieht man auch, dass alle Bock auf die erste Liga haben.